Willkommen zurück auf meinem Kanal, diesmal nochmal ein wenig War Thunder und da war ich mit Mr. Maggie unterwegs, einem Clanbekannten aus den Wölfen des Nordens, einem World of Tanks Clan und ja, wir fahren aber heute mal nicht in World of Tanks, sondern in War Thunder und wir fahren natürlich im Zug, wir haben etwa gleiche Decks, deshalb haben wir uns hier auch die Panzer 3F ausgepackt und ich starte einfach mal hier das Ganze. Und wir hatten uns gedacht, wir fahren einfach mal in Richtung in Richtung des A-Punktes, allerdings um den A-Punkt zu empfahren, um uns da ein paar Gegner wegzusnacken. Hatten uns jedenfalls so gedacht. Gleich vorweg, das ist eine schöne Runde mit allem Möglichen drin im Endeffekt. Also wir haben hier nicht nur die Panzerschlachten, sondern auch die Luftschlachten schön drin. Wir haben alles schön im Team hinbekommen. Das hat echt Spaß gemacht. Ihr seht schon, da rechts ist der A-Punkt. Und wir umfahren jetzt hier möglichst in halbwegs Deckung. Den Originalkommentar, den habe ich hier mal nicht da drin, sondern nur die Aufzeichnung, weil es war nachträglich, hat sich halt erst rausgestellt, was das für eine schöne Runde war. Und ja, hier hatten wir dann den ersten entdeckt, gleich mal gehalten. Aber der war dann doch ein bisschen zu weit weg. Aber genau da, wo er steht, da wollen wir nämlich hin, weil wir wollten, wie gesagt, umfahren das Ganze hier. Es gab hier eine kleine Schrecksekunde, weil da der Kai aufgetaucht ist. Aber da war er auch schon wieder weg. Also weiter nach Plan, also fahren. Und da war dann auch der Fehler, denn jetzt gleich zerreißt es mich dann auch schon. Denn wir haben nicht hinter uns groß geguckt. Im Nachhinein ein großer Fehler. Ziemlich hier auf den B1 ein bisschen festgefahren und haben nicht wirklich aufgepasst. Und da ist es dann auch passiert. Uns hat es zerrissen. Und zwar von hinten. Und kurz darauf dann natürlich auch Maggie. So, und da sind wir wieder gespawnt. Habt ihr jetzt ein klein bisschen von der restlichen Action hier gesehen. Wir haben jetzt den Panzerjäger und den Stuck hier ausgepackt.
So, an dem Hügel hier wollten wir uns dann treffen. Und wie man sieht, hier hat man schon einen guten Überblick und ein bisschen Deckung, zumindest mit der Stuck. Und da zerreißt es einen. Und weil wir hier so schön stehen, gleich den nächsten. Und da jetzt eine Luftschlacht ansteht, bin ich hier mal runtergerollt. Maggie hat sich da auch in Sicherheit gebracht. Und jetzt jagen wir hier mal die U-88 ein bisschen durch die Gegend. Und weil wir gerade in der Luft sind, versuchen wir dann hier noch ein bisschen an die Bodenziele ranzugehen, was allerdings nicht ganz so beliebt. Und zurück in Panzer. Da haben wir uns dann hier die Su vorgenommen. Dummerweise, das habe ich aber später gemerkt, habe ich vergessen, meine Munition umzuschalten, was man gleich auch beim ein oder anderen Gegner leider sieht. Da hatte ich dann ja, keinen Durchschlag, war ein bisschen dumm, aber ist trotzdem eine sehr schöne Runde gewesen. Nicht zuletzt natürlich wegen dem Teamwork. Wir umfahren jetzt hier von zwei Seiten und versuchen uns hier an die Gegner ranzumachen. Mal kurz geguckt, wo sie denn hier stehen. Aber ein bisschen ungünstig, also rolle ich hier um den Berg rum. Die Stuck ist zwar ein ziemlich mächtiger Panzerjäger, aber man muss sie halt immer gut ausgerichtet kriegen. Maggie hatte dann den Shishakai hier gekettet, der konnte also auch gar nicht mehr weg. Und da hat man die Gegner dann hier auch schön schnell weggekriegt. Ich habe mich dann hier auf den T-70 ein bisschen versteift, weil ich ihn hier im Visier hatte. Aber wie gesagt, dummerweise habe ich die falsche Munition geladen, sonst wäre er nämlich wirklich schnell weg gewesen.
Maggie ist dann an dieser Stelle nochmal in den Jäger gestiegen, beziehungsweise in den Bomber. Und ich beiß mir hier die Zähne aus. Da hat Maggie O von oben noch ein paar Bomben hier runtergeschmissen zur Unterstützung. Aber da war der T-70 dann natürlich auch schon weg. Zu dem Zeitpunkt hatten die Gegner natürlich nicht mehr viele Panzer unterwegs, da waren jetzt nur noch ein Light und ein Medium übrig. Irgendwo da hinten, wo Maggie gerade runterfeuert. Also dachte ich mir, fahren wir mal darüber, aber die Runde ist so gut wie gelaufen. Da kann man jetzt nicht mehr viel reißen. Da sind andere Spieler dann deutlich näher dran. Und da war die Runde auch schon vorbei. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wie gesagt, einfach nochmal ein bisschen War Thunder. Ihr seht es in der Übersicht. Ich hatte mit 5 Panzerkills und einem Flugzeugkill doch schon einiges geschafft. Aber man sieht natürlich, man kommt damit nicht automatisch auf den ersten Platz. Es gibt da oben noch den Funny Fighter. Der hat deutlich mehr geschafft. 7 Panzer, 6 Assists und einen Plane Kill. Also von daher, der hat deutlich mehr geschafft, aber wir hatten zumindest richtig Spaß und ich hoffe, ihr hattet auch richtig Spaß. War auf jeden Fall eine schöne Runde. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt ihm einen Daumen nach oben. Ansonsten hinterlasst einfach mal ein Abo, wenn ihr mehr sehen wollt, und wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut, bis dann.